Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Herr Matitschka, unser technischer Leiter, lässt auf der Bühne ordentlich krachen. Dann habe ich schon gesehen, dass Schnee fällt, dass hier Pyrotechnik eingesetzt wird. Also er bietet den Leuten schon, zeigt ihnen, was hier auf der Bühne alles möglich ist. Und dann Statistenkolleginnen von mir, die laufen hier in Kostüm rum. Man hat vorhin sehen können, wie sie geschminkt werden. Das sind Damen von der Maske hier. Also es ist ein tolles Programm, das heute geboten wird. Auf der Bühne haben wir verschiedene Stationen aufgebaut. Vom Bühnentechnik, Licht, Pyrotechnik, was auch sehr interessant ist. Unsere beiden Pyrotechniker zeigen auch Effekte. Ja, dann zeigen wir die Obermaschinerie und alles, was so noch dazugehört. Das war halt sehr, sehr faszinierend zu sehen, wie diese ganze Technik funktioniert, wie viele Leute man benötigt, die gemeinsam synchron arbeiten müssen, die mit der Technik funktionieren müssen, abgestimmt mit den Schauspielern sozusagen. Und das ist für mich persönlich sehr, sehr faszinierend, das zu erleben und zu sehen. Ja, nämlich die Akustik im Orchestergraben, da habe ich mich gerade aufklären lassen, dass die irgendwie gebündelt wird, dann hier hochstrahlt und dann hier nochmal abgestrahlt wird und dann den Gesang vor sich her trägt. Das fand ich ganz interessant. Also je nach Oper sind hier zwischen 110 und 124 Musiker eingepfercht oder untergebracht. Und das Besondere ist eben dieser terrassenförmige Aufbau, dass der Dirigent am höchsten sitzt und alle Musiker ihn sehen können und der Dirigent aber gleichzeitig dann eben auch das Bühnenbild sieht und die Sänger auf der Bühne sieht. Also ich finde es schon beeindruckend, also allein so diese ganze Architektur, wie das so aufgebaut ist, die ganzen tollen Verzierungen so an den Wänden, die Größe so des Festspielhauses. Noch heute versichern Mitarbeiter und Mitwirkende der Festspiele, dass man zu seinen Lebzeiten stets damit rechnen musste, Wolfgang Wagner an den verschiedensten Orten des Festspielhauses und seines Areals nahezu gleichzeitig zu treffen. Auch dieser geradezu legendären Omnipräsenz tragen wir mit der heutigen Platzbenennung an dieser zentralen Stelle Rechnung. Es war eine Vaterfigur, der für alle da war, der gerade auch in der Festspielzeit trotz hohen Alters täglich zweimal bestimmt durch den ganzen Betrieb gegangen ist. Natürlich ist er auch manchmal aufgetaucht, wo er vielleicht lieber hätte nicht auftauchen sollen oder im falschen Augenblick. Aber er hat eine untrügliche Nase dafür besessen, wo er gerade vielleicht nötig ist oder wo er vonnöten ist, um irgendwas zu regeln, zu richten und sowas. Und er war aber für jeden immer, jederzeit ansprechbar, egal ob das jetzt irgendeine Hilfskraft gewesen ist oder ein berühmter Solist. Und das ist natürlich eine Eigenschaft, die ganz besonders hervorstach. Können Sie einfach machen? Ich würde gerne die beiden Schwestern warten.